So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin, die Transjulia. Und heutiges Thema ist die aktuelle Lage im Hambacher Wald, im Hambacher Forst. Und wenn dich das interessiert, bleib bitte da und schau dir das Video auch zu Ende an. Und vorab möchte ich nochmal ein bisschen was zu meinem Kanal sagen. Also, ich habe noch Kommentare, auf die ich gerne antworten möchte. Dazu mache ich mal ein Video, irgendwann mal später. Möchte auch nochmal auf das Thema Drachenlord und Mimar Baraka. Ja, das Thema wird auch weiterhin meinen Kanal begleiten, weil es da so viele spannende neue Ereignisse gibt, die ich doch einfach dokumentieren möchte. Es legt sich da immer mehr Widerstand, immer mehr YouTuber äußern sich. Und dazu würde ich auch mal gerne ein Video machen. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, ich fange jetzt richtig mit Fitness an. Ich habe jetzt auch heute trainiert, also ich mache Muskelaufbau. Habe mir auch noch beim Fitnessstudio angemeldet, das sehr günstig ist. Also ich dachte, das lasse ich mir noch raus. Ja, so weit, so gut. Gut, dann kommen wir gleich mal zum Thema Hambacher Forst. Und der Widerstand der Aktivisten. Viele haben das ja mitgekriegt. Also es gibt einen Wald, den Hambacher Forst, der wird zurzeit von Aktivistinnen und Aktivistinnen besetzt, die dort in Baumhäusern die Rodung verhindern wollen. Und ja, jetzt wird der Wald geräumt. Ja. Ist immer noch, also man hat ihn schon teilweise geräumt und es wird er ja noch weiterhin geräumt und dabei kam es zum Unglück. Ein Journalist, ein junger Journalist ist von einem Baum, nicht vom Baumhaus, also von quasi von so einer Verbindungsbrücke, könnte man sagen, da ist er durchbrochen und zu Tode gestürzt. Ja, behauptet wurde, ja, dass es in der Zeit keine Räumungsmaßnahmen gab, was aber nicht sein kann. Es gibt Videoaufnahmen, wo eine Hebebühne quasi dabei war, ein Baumhaus zu räumen. Also, und man vermutet, dass der Journalist da das dokumentieren wollte, da schnell die Speicherchipkarte deswegen wechseln wollte, da ganz aufgeregt war und das unbedingt dann, also so kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass der Journalist da ziemlich hektisch und schnell das eben dokumentieren wollte. Die Speicherchipkarte war leer, musste er wechseln und dabei bei der ganzen Hektik hat er nämlich geachtet auf den Steg, dass der vielleicht auch, dass man sich da vielleicht langsam bewegen muss oder wie auch immer, ist auf jeden Fall durchkracht und zu Tode gestürzt. Sehr, also mein tiefstes Beileid auch für die, gerade für die Angehörigen. Also ja. Und es ist natürlich sehr tragisch und alles deutet darauf hin, dass das passiert ist während einer Räumungsmaßnahme. Und dann frage ich mich natürlich, wann endet dieser Wahnsinn? Ja, warum eigentlich? Warum passiert sowas? RWE will Braunkohle abbauen. So, und das Argument, ja, ist so, ja, man will nur günstige Energieversorgung, wobei ja die Energieversorgung ja immer mehr umgestellt wird auf Solar, Biokraft und Wind und Wasser. Also gar nicht mehr, also gar nicht mehr up to date ist. Also Braunkohle, genauso wie Atomstrom, ist nicht mehr up to date. Trotzdem will man in diesem Bereich Arbeitsplätze schaffen. So, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen, ist gerade ein bisschen meine Nase noch ein bisschen. Das juckt gerade. So. Entschuldigung. Okay. Jetzt würde ich mal vorschlagen, wir strecken alle mal unser Hirn ein. Wir strengen jetzt alle unser Hirn an. Macht irgendwas, was euer Gehirn aktiviert. Geht spazieren, geht joggen oder esst Nüsse, Studentenfutter. Und lasst den Alkohol weg und aktiviert mal richtig eure Gehirne. Und überlegt mal ganz scharf nach. Ganz scharf. Wald
muss geopfert werden für Arbeitsplätze. Man will Arbeitsplätze schaffen. Jetzt überlegt mal ganz scharf nach. Strengt eure Gehirne an. Ist dieses Argument wirklich vernünftig? Wenn ich mal überlege, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß, dass so Braunkohlewerk nicht unerschöpflich ist. Also das heißt, dass es irgendwann mal erschöpft ist, so ein Braunkohlegebiet. So. Und was dann? Dann sind ja die Arbeitsplätze futsch. Oder? Kommt dann der nächste Wald dran? Oder wie soll es dann weitergehen? Was ist jetzt, wenn man jetzt keine Braunkohle mehr findet? Sind diese Arbeitsplätze wirklich sicher? Denkt mal ganz scharf nach und nimmt auch Verbindung mit der Göttlichkeit auf. Holt euch die Informationen, all eure Erfahrungen, all euer Wissen. Denkt mal alle ganz scharf. Insbesondere die Leute, die Gegner der Aktivisten sind, also oder beziehungsweise Befürworter von RWE. Denkt mal wirklich scharf nach. Ist dieses Argument wirklich sinnig, stimmig? Also ich denke nicht. Also ich denke absolut nicht. Braunkohle ist ein Auslaufmodell, veraltete Energieversorgung und erschöpflich, also. Aber was geht ja dann, wird dann wahrscheinlich, was man da macht, wahrscheinlich, dann versucht man dann irgendwo wieder Gebiet, wieder muss der nächste Wald dran glauben und irgendwann ist ja zu Ende. Also mal von der Logik her, macht es wirklich Sinn? Und wenn man mal ganz genau überlegt, dann weiß man, was auf diesem Planet, auf dem Planet Erde nicht stimmt. Die wissen es doch alle. RWE, die wissen doch ganz genau von der globalen Erwärmung. Sie wissen ganz genau, dass die Gletscher schmelzen. Sie wissen ganz genau, dass die Temperaturen steigen, dass der Meeresspiegel steigt. Die wissen das ganz genau. Aber es ist ihnen scheißegal. Es ist die göttliche Schöpfung. Die Wahrung der Schöpfung ist eigentlich, steht auch in der Bibel. Und ist auch das, was Gott, es ist Gott, es geht um Gottes Schöpfung. Wo der Mensch mit Füßen tritt. Ja? Und das sollte uns eigentlich mal zu denken geben. Diese Klimaveränderung, dieser Treibhauseffekt, ist kein Fake. Also wer das behauptet, der hat nämlich alle Tassen im Schrank. Dem würde ich mal empfehlen, mal ein Jahr lang bei so einem Gletscher mal zum Filmen und zu dokumentieren. Schaut euch mal die Videos vom Harald Lesch an. Der Mann hat wirklich Ahnung. Der hat studiert, der weiß, was Sache ist. Also mit der Erde steht es wirklich 5 vor 12. Aber es scheint wohl so, dass die Menschheit lieber den Tanz auf den Vulkan macht, als wirklich an der Wahrung von Gottes Schöpfung zu arbeiten. Und das ist sehr schade. Und das zeigt eigentlich auch schon von niedrig entwickeltem Bewusstsein. Diese jungen Menschen haben dieses Bewusstsein. Sie haben es. Aber ihr seht ja, was passiert. Diese Wirtschaftsinteressen, die werden gnadenlos durchgesetzt. Das wird gnadenlos geräumt und das letzte Stückchen Wald, das wird auch noch geopfert. Ihr müsst da mal sehen, wie groß dieses Braunkohlewerk schon ist und was es schon an Wald eingenommen hat. Da gibt es ja auch Bilder. Also es ist ja nur noch so ein kleiner fetzten Wald, was da noch da ist, was diese paar wenigen jungen Aktivisten und Aktivistinnen da noch halten. Da ist nämlich viel da. Das ist Wahnsinn. Schaut euch mal die Bilder an. Kann man alles nachgoogeln oder so. Ich kann es auch verlinken, wenn ihr meint. Also, es ist krass. Und es gab dreimal eine rote Linie. Also Demonstranten, Naturs, Umweltschützer haben dort, also in dem Braunkohlekraftwerk, also quasi sich rot gekleidet und haben da so eine rote Linie gebildet. Sag so nach dem Motto RWE bis hierher und nicht weiter. Die rote Linie ist schon dreimal überschritten worden. Dreimal. Ja.
Nur damit man weiß. Also es ist nicht ohne Grund, dass da so viele Menschen demonstrieren. Da ist echt was dahinter. Und dann gibt es noch einen. Jetzt habe ich mal den Namen mal aufgeschrieben. Moment. Wie hieß denn der nochmal? Ja, genau, Michael Zobel. Michael Zobel ist dort führend, führender Sprecher dieser Umweltschützer, die dort demonstrieren. Und Michael Zobel sagt, dass dieser Wald einzigartig ist. Also das ist so ein Buchen, Eichen, Maiglöckchen und was weiß ich noch, Zusammensetzung, die so in Europa einzigartig ist oder halt, wo es oder ganz selten gibt. Und wenn der Wald verschwindet, dann verschwindet auch diese einzigartige Zusammensetzung des Waldes. Und das ist schon schade. Das ist so, sollte einem schon zu denken geben. Ja, Arbeitsplätze. Also ihr wisst, bessere Arbeitsplätze. Zum Beispiel Selbstversorgung, eigener Obst- und Gemüseanbau, autarkes Wohnen, Energiesparhäuser. Oder sich irgendwie anders selbst verwirklichen, künstlerisch oder so, tätig werden, ja, sich selber verwirklichen. Okay, da ist dann vielleicht nicht immer noch das Umweltproblem vielleicht nicht ganz gelöst, aber man ist dann wenigstens frei, selbstständig und braucht nicht solche Arbeitsplätze. Sowas zum Beispiel fordern, ja. Oder freies Naturleben. Ich würde sagen, wer im Wald leben will, der sollte auch im Wald leben können, aber es ist ja heutzutage alles verboten im Wald. Und da ist weder Zelten, noch Lagern, noch Campen, noch irgendwie, selbst wenn du dich da voll ruhig verhältst und alles ordentlich machst, wie zum Beispiel die Bushcrafter, ja, selbst Bushcrafting oder halt Survival oder was manche ja praktizieren, ist so im Grenzbereich, ist eigentlich auch nicht wirklich legal, weil die ja zum Beispiel einen Hobokocher verwenden, ist das eigentlich auch schon offenes Feuer. Und selbst wenn die da bloß so einen Tarp aufstellen oder so, kann das als Lagern gewertet werden und Jäger, wo kommt und meint, ja, dass die das Wild stören, dann werden diese Bushcrafter eben wieder vertrieben. Ja, also im Wald darfst du ja nichts machen, du darfst ja nicht leben. Also das, was die Aktivisten da machen, ist ja so gesehen illegal. Leider, muss ich sagen. Leider, versteht mich richtig. Es ist leider ist das Leben im Wald illegal. Frage ich mich, warum? Ich finde, der Wald sollte doch alle Menschen gehören. Jeder Mensch sollte das Recht haben auf ein freies Naturleben. Da wird jetzt manchmal sagen, ja, was ist, wenn da alle nein ziehen? Wie sieht es dann im Wald aus? Würden aber nicht. Das würden nur sehr wenige machen, weil im Wald leben ist auch nicht einfach. Ja, also auf Dauer immer mit Mücken und Schnaken und Zecken da leben, ist vielleicht auch nicht auf Dauer angenehm und das wird auch nicht jeder machen im Wald leben. Aber die das wollen, sollen das können, finde ich. Ja, das wäre ja zum Beispiel auch noch ein Weg. Und diese Umweltschützer machen auch eine Arbeit, finde ich sogar. Die machen sogar eine Arbeit. Es ist eine, wenn man so will, Umweltarbeit, ja, könnte man so sagen. Also sie schützen ja den Wald und das finde ich ja großartig. Das finde ich großartige Sache. Ja, was, wenn jetzt jemand sagen würde, jetzt könnt ihr zum Beispiel fragen, warum schließe ich mit denen an, warum fahre ich nicht auf und unterstütze das aktiv? Aus folgendem Grund, weil ich vermute, dass der Zug schon abgefahren ist, dass es schon zu spät ist. Also die Frage ist, ob das wirklich das Opfer wert ist, wenn ich jetzt da hochfahre mit einem Wochenendticket. Ist die Frage, ob man überhaupt in den Wald hineinkommt. Oder dass es auch umsonst ist, dass man da hochfährt, weil man gar nicht erst hinkommt, weil die das alles abgesperrt haben. Oder dass bis ich da hochfahre, vielleicht schon alles geräumt ist und alles vorbei. All das kann sein. Oder dass ich vielleicht Gas ins Gesicht kriege und einen Knüppel ins Knack womöglich, im schlimmsten Fall. Man weiß ja nicht, obwohl von mir keine Gewalt ausgeht, ihr kennt mich ja, aber man weiß ja nie, wie die Polizei reagiert, das waren ja auch Unschuldige, auch teilweise angegriffen. Weiß man ja nie so genau, wie das alles verläuft oder eskaliert. Und da sage ich mir, das ist es halt nicht wert für eine Sache, wo ich eigentlich schon der Meinung bin, es ist zu spät, der Zug ist schon abgefahren. Warum glaube ich das? Also wir haben 7 Milliarden Menschen. Und Tendenz steigend, ja? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Müsst ihr mal nachgucken. Ja, ich glaube 7 Milliarden Menschen.
Davon sind vielleicht ein paar hunderttausend Indios und ein paar tausend Umweltschützer, die vielleicht wirklich alles tun, um im Einklang mit der Natur zu leben. Es gibt ja auch viele Umweltschützer, die konsumieren wie der Teufel, aber sagen, ja, Umweltschutz ist okay. Ja, gibt es ja auch viele Menschen. Das ist, wenn man das Gesamte betrachtet, viel zu wenig. Warum? Die ganzen Umweltschützer, ja, sind zu wenig und die ganzen Indios und Naturvölker waren immer weniger. Also die vermehren sich im Prinzip ja nicht großartig. Warum? Man sieht es ja auch in vielen Dokumentationen, also sobald die Naturvölker schon mit der Zivilisation in Kontakt kommen, ja, dann sieht man dann, dass sie schon die ersten Plastikflaschen umeinander schleifen, dass sie schon die ersten modernen Hosen sich anziehen, dass dann schon der Radio kommt, ja, Radio und wenn die Batterien leer sind vom Radio, dann schmeißt man den in den Urwald rein, ja, aber also, und wenn dann, ja, wenn man dann neue kaufen will, dann muss man das Geld irgendwie verdienen. Ja, dann muss der Indio dann in irgendeiner Fabrik arbeiten oder eine Arbeitsstelle, die ihn dazu einstellt, den Urwald womöglich noch zu roten, wo er dann selber dann beteiligt ist. Also es ist einfach rein von der Logik, von der Mathematik her, muss man wirklich sagen, und das ist jetzt nicht pessimistisch, sondern es ist eine realistische Ansicht, dass es mit der Erde zu Ende geht. Also mit der Menschheit, muss man sagen. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Und die Natur wird sich irgendwann sich dem Menschen entledigen, weil die Natur sagt, der Mensch will mich vernichten und ich muss dann gegenreagieren. Also glaube ich nicht mehr daran, dass die Welt vielleicht schon, aber die Menschheit in der Welt, in der Natur überhaupt noch zu retten ist. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es geht ihnen ja auch gar nicht um Arbeitsplätze in Wirklichkeit, den ganzen Konzerne, den RWE etc., sondern es geht nur um Geld oder Macht. Die wissen genau, ganz genau, dass sie diese Arbeitsplätze nicht sicher sind. Die wissen ganz genau, dass die Leute eher ausgebeutet werden und niemals wirklich Freiheit erlangen können oder werden. Und das wissen die ganz genau, dass sie den Leuten eigentlich nichts Gutes tun. Aber sie drücken ihr Ding durch, koste es, was es wolle. Ja, es geht um Geld, es geht um Geld. So Braunkohlekraftwerk, also ist ja schon trotzdem was, wo einfach viel Geld bringt, zumindest für eine Zeit lang, wo ja alle was davon haben, die Konzerne. Ja, die Stadt, die Politiker, ja, die schmieren sich gegenseitig. Nur die gesamte Menschheit hat eben verloren. Aber es ist denen egal. Ja, das ist also, die Menschheit hat sich entschieden und der Menschheit hat, der Mensch hat ja eben seinen freien Willen, muss man ja sagen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Menschheit noch zu retten ist. Ist wirklich traurig, aber wahr, muss man leider so sagen. Ja, Hambacher Wald, Hambacher Forst, wirklich auch ein interessantes Thema. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal weiter recherchiere, dass ich da weiter dokumentiere, schreibt mir das unten in die Kommentare, teilt das Video und nicht vergessen, bitte spendet, ihr unterstützt meine Schriftstellerei, ihr unterstützt den Kanal, teilt das Video und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.